Es ist nämlich quasi auch natürlich Zeit, Danke zu sagen, für die, dass wir die Foskes 2019 hier in Dresden machen durften, dass wir hier Gast sein durften an der HTW. Und es ist natürlich auch Danke, die Zeit, Danke zu sagen an die ganzen Teilnehmer, auch wenn es natürlich nachher noch weitergeht. Aber schon mal ein paar Fakten, wie sich diese Foskes-Konferenz 2019 im Endeffekt dann aufteilt. Das heißt, wir haben 500 Teilnehmer gehabt. Das heißt, es war wirklich das Maximum, was wir hier in den Räumen durften. Auch da sind wir, wie Frank Schwarzbach ja auch schon gesagt hat, ein bisschen stolz drauf. Ich glaube, das dürfen wir auch. Das ist auch sehr schön, dass sie uns das Vertrauen schenken und zu uns kommen. Das Vertrauen haben uns natürlich auch nicht nur die Teilnehmer geschenkt, sondern auch die Sponsoren, die hier auch nochmal namentlich erwähnt werden müssen, beziehungsweise als erstes natürlich auch dem Veranstalter nochmal danke, dass wir hier sein durften. Danke für die wirklich großartige Organisation. Und es dürfen auch gerne alle mit dem blauen T-Shirt einmal nach vorne kommen und sich den Applaus abholen, also oder hinten stehen bleiben. Dankeschön. Bitte. Ich darf das Kompliment zurückgeben. Also nochmal vielen herzlichen Dank für den Beifall. Ich will nur mein schönstes Foskes-Konferenz-Erlebnis loswerden. Und zwar war das am ersten Tag, das war hier auf dem Gang, da hatte ein Teilnehmer ein Getränk in der Hand und der hat da ein bisschen was verschüttet. Das war wirklich nicht viel, es war auf dem Fußboden und dann ging der zwei Schritte zurück, nahm sein Tempotaschentuch und wischte das auf. Und in dem Moment habe ich gewusst, das läuft hier problemlos. Vielen herzlichen Dank, danke, dass Sie hier waren. Wir haben traumhafte Gäste, jedes Mal. Danken müssen wir natürlich auch nochmal den Sponsoren, die das Ganze natürlich auch möglich machen. Das heißt, ohne das Geld der Sponsoren, auch hier der Goldsponsoren, Wear Group und hier, könnten wir natürlich auch die Preise nicht in dem Bereich halten, wo sie aktuell sind. Das Ganze setzt sich natürlich auch zusammen, die Silber- und Bronzesponsoren, die Sie natürlich auch gesehen haben, die auch einen Teil als Aussteller fungieren. Auch da gehört natürlich der Dank und auch unseren Medienpartnern gehört der Dank. Und bei den Medienpartnern muss man eigentlich einen ganz besonders hervorheben, und zwar ist das Logo in der Mitte, das mit dem Bildschirm, mit den Kabeln raus. Das ist nämlich das VOG-Team vom CCC, die dafür sorgen, dass diese Konferenz aufgenommen wird, gestreamt wird, später zur Verfügung steht, und die haben meines Erachtens einen riesen Applaus verdient und danke im Namen des Foskes. Es ist jedes Jahr faszinierend, was die an Arbeit leisten und wie die das machen. Da ziehe ich jedes Mal meinen Hut vor. Und auf dieser Folie fehlt die letzte Zahl. Das sind nämlich 50 Stunden Videoaufzeichnung. Genau, was haben wir noch? Wir haben 10 Aussteller, wir haben 103 Vortragende, ohne die das Ganze natürlich auch nicht funktioniert. Wir haben 30 Workshops, 4 Anwendertreffen und wir haben halt so ein Engelsystem, nennt sich das, wo wir quasi die Stunden erfassen, die aktuell jetzt vor Ort von den Helfern geleistet wurden. Das sind 700 Helferstunden. Das heißt, die Jungs und Mädels in Blau und in Orange, die das abgeleistet haben, das ist schon Wahnsinn für so eine Konferenz. Und ich meine, sie wurden... Ja.
Und auch die 50, beziehungsweise ich glaube, es waren 49,25 Stunden Videoaufzeichnung sprechen, glaube ich. Läuft alles. Was kommt noch? Das heißt, es ist natürlich jetzt noch nicht ganz vorbei. Das heißt, wenn Sie Lust haben und Zeit haben, können Sie natürlich noch da bleiben. Und ich glaube auch, die Anmeldezahlen für diesen OSM-Samstag sind so hoch wie nie. Das heißt, wir haben aktuell, rechnen wir mit über 100 Teilnehmern für heute Nachmittag und morgen, die nochmal dazukommen. Einige sind halt auch doppelt, im Sinne von einige sind in den 500 drin. Es kommen aber auch morgen noch ganz, ganz viele Interessierte, die einfach unter der Woche keine Zeit hatten. Das sehen wir auch total als Erfolg an. In dem Zusammenhang soll ich auch noch loswerden, dass wer heute Abend an dem Social Event des OSM Samstags teilnehmen möchte, muss dies bitte im OpenStreetMap-Wiki unter OSM Samstag noch seinen Essenswunsch eintragen, bis 14.30 Uhr. Das heißt, jetzt oder im Anschluss der Veranstaltung, vielleicht geht auch 14.35 Uhr. Noch ein, zwei organisatorische Dinge. Exkursion zum Zwinger. Die war sehr beliebt in der Vorausbuchung, sodass wir noch die Kapazität erhöht haben. Das heißt, wer heute Nachmittag ab 15.30 Uhr Lust hat, sich den Zwinger mit einer Führung anzugucken gegen einen Obolus von 5,50 Euro, ist herzlichst eingeladen und kann das noch buchen. Wo? Am Welcome Desk, genau. Und im Anschluss hieran laden wir alle, nicht nur die Mitglieder von Voskes e.V., sondern alle ein, mit uns noch einen Sekt zu trinken, vielleicht noch einen Kaffee, ist bestimmt auch noch da, im Ausstellerbereich und einfach nochmal ein bisschen vielleicht Revue passieren zu lassen, was so passiert ist und dann quasi motiviert in die nächsten Sessions zu starten. Genau, der Veranstalter, die HTW als Veranstalter haben wir ja schon gelobt, könnten wir weitermachen, machen wir besser nicht, sonst kommen wir aus dem Klatschen nicht mehr raus. Der Voskes e.V. ist quasi ja Mitveranstalter. Zum einen hatten wir auch gestern Mitgliederversammlung und traditionell wird da auch der Vorstand neu gewählt. Das heißt, dadurch, dass ich hier stehen darf, wissen Sie schon, ach, der Vorsitzende ist der gleiche geblieben, weil der beendet eine Voskes-Konferenz immer. Generell einfach mal die Namen, damit Sie sie gelesen haben. Vielleicht kennen Sie den einen oder anderen und jetzt, selbst wenn Sie nicht bei der Mitgliederversammlung waren, wissen Sie Bescheid, dass sich da ein bisschen was geändert hat und wir sind frohen Mutes, dass es quasi weitergeht. Weiter geht's nämlich auch nächstes Jahr und traditionell machen wir das halt auch, dass wir halt am Ende einer Voskes-Konferenz oder dieser Abschlussveranstaltung, das Ende ist es ja nicht, das ist immer so ein bisschen komisch, das nächste Jahr ankündigen und ich weiß gar nicht, mir wurde per Mail gesagt, dass vielleicht doch jemand aus der nächsten Stadt da ist. Falls der da ist, könnt ihr dann mal nach vorne kommen. Ja, hervorragend. Und zwar freue ich mich nämlich, dass wir bekannt geben dürfen, dass wir nächstes Jahr im schönen Freiburg sind. Hallo zusammen. Das ist jetzt ganz nicht so geplant gewesen eigentlich, aber egal, spontan ist ja auch ein Markenzeichen von Voskes. Ja, danke, ich freue mich, dass ich die gute Nachricht, dass nach der Voskes ist vor der Voskes überbringen darf. Nächstes Jahr also in Freiburg und das freut mich besonders, da ich selber ja Kind dieser Stadt bin, Kind von Dresden und im Prinzip hier in diesen Hallen auch erwachsen geworden bin. Aber nun auch sagen darf, dass ich seit 10 Jahren in Freiburg wohne und das auch im Namen der Stadtverwaltung Freiburg, der GDI Freiburg, in Zusammenarbeit mit der, Albert-Ludwigs-Universität und natürlich dem Voskes e.V., die nächstes Jahr in Freiburg einladen darf. Freiburg, ich denke, den meisten ist bekannt, das ist die sonnenreichste Stadt Deutschlands. Wahrscheinlich deswegen auch schon wieder in Freiburg, denn es gab es ja schon mal vor 12 Jahren, glaube ich, ne? Okay, das ist egal. Deswegen gerne wiederkommen. Freiburg selber, was soll man dazu sagen? Es wird ähnlich wie ablaufen. Es wird wieder tolle Konferenzvorträge geben, Workshops. Es gibt ein paar Änderungen natürlich auch. Anstatt Radeberger gibt es eben Ganter. Anstatt Eierschecke gibt es Schwarzwälder Kirsch. Aber ich denke, und was ich auch noch erwähnen muss, das Wichtigste ist ja auch nächstes Jahr in Freiburg feiert die Stadt ein ganz großes Jubiläum, das 900-jährige Stadtbestehen, sodass
scheinbar das ganze Jahr gefeiert werden soll, was jetzt nicht der Hauptgrund sein soll natürlich für die Teilnahme, aber sicher werden Sie davon auch im Rahmenprogramm dann dort etwas mitbekommen. Okay, Dankeschön. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle wiedersehen. Ja, danke, dass das so spontan geklappt hat, Freiburg vorzustellen.